Hallo und herzlich willkommen und willkommen und willkommen aus einer Spalte von Forza. Was soll das denn jetzt schon wieder zum Anfang? Weil wie ihr hört, sind wir heute wieder in Forza und spielen Multiplayer-Format. Heute mal wieder, oder zum ersten Mal bei mir auf dem Kanal, PS Club, 800 PS heute angesagt, in verschiedensten Autos. Mit dabei heute ist der Crapper, der Lasse, der Jacket, der Yoshi, der Justin, der Maxi, der nur für so einen Stunden-Racer, der Schöne, der Luca, der Snowy und der Aaron. Grüßt euch. Hallo. Servus. Ja, David Time habe ich aber schon mal besser gehört. Also wie ihr seht, sind wir hier alle mit komischen Autos da. Manche mit Autos, die im Fluss versenkt wurden. Yoshi. Und manche andere von Fahrschulen. Und manch andere hat den Postboten geklaut. Ja, und trotzdem scheint das alte Design noch durch. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Justin ist heute unser Gruppenleiter, wenn ihr so sehen wollt. Und wir fahren eben mal zum ersten Rennen hinterher und nach erzählen wir mal, was wir an unserem KFZ so getan haben. Ich fahr erster. Hui! Das Ding ist so geil, Mann. So, ich fahr. Max, willst du vielleicht nach vorne wegen Aufnahme? Das ist mir egal, prinzipiell. Ich kann es schon hier kurz überholen. Zack. Ja, dann, ey. Luca, das ist nicht vorbei. Dann halt ich. So, bleib das ich bin ich gar nicht. Dann fahrt ihr mal von vorne. Oder fangen wir mal von vorne an. Ihr fahrt immer nach ganz vorne vor mich und sagt, was ihr fahrt. Und was ihr gemacht habt, vielleicht. Ui! Also, ich fahre heute das Fahrschulauto. Ich habe das von der AA-Fahrschule geklaut. Dann hat mir Ford ST seinen Turbo Rally Motor angeboten. Habe ich sehr gerne angenommen und habe noch einen Treckreifen drauf gemacht. Nico? Ja? Wie hast du da knapp 600 kW rausbekommen? Ja, großer Turbo, Vierzylinder, 2 Liter Hubraum. Kommst du da nicht nur auf 490 kW? Wait a minute. Super, Nico! Nein, 500 kW, also 450 an. Warte mal, wir sind bei 600 kW. Oh, fucking hell. Egal, dann bessern sie die scheiß Fahrschule. Da bist du jetzt selber schuld. Ey, ich meine, man muss sich ja an die 800 PS rantasten. Ne? Und Fahrschule ist gleichmäßig, meine Fresse. Ja, auf jeden Fall lang, ja. Ui, fahren. Boah, Digga, ganz ehrlich, Alter, ich überhole euch gleich, der geht mir gerade so auf den Sack. Ja, Junge, Luca, machst du weiter mit Frontantrieb gefahren? Ich habe mir den Insignia geholt und ich habe den Motorswap auf V8 und zwar den 6,2 Liter V8 gewagt. Da ich das realistisch fand, weil es bei Vauxhall auch den VXR 8 gibt, der den gleichen Motor eben drin hat, also den 6,2 Liter V8. Und ja, habe genau 595 kW rausgekriegt. Und ja. Was unser Limit ist? Genau, das ist unser Limit. Deswegen ausgeschöpft und ja. Turbolader, ja. Fahrschullehrer, bitte links abbiegen. Links? Ja, jetzt ist Maxi. Lass euch mal vorbei. Muss man das lange überhaupt schreiben? Schreibe ich mal hinter Justin ein. Was machst du? Also, ja, wer gesagt hat, hinter Maxi Luca. Links. Mir wurden alle meine Autos weggenommen, weil ich in Z28 1000 PS eingebaut habe. Und deswegen musste ich meinem Postboten das Auto klauen. Also ich glaube, da ist was drin, 1,6 Liter Turbodiesel. Von der Art haben wir die Transits standardmäßig. Und ja, Steve, ich die Pakete vorhin aus. Fucking hell, mein Fahrschul-Dings-Typ hat die Karre weggeschmissen. Oh, der Fahrschullehrer. 50 Stunden Racer. Fahrschulschüler. Der Fahrschullehrer kommt jetzt mit seinem Ersatzauto. Also, in diesem dieser A-Klasse habe ich einem alten Rentner abgekauft, dem das Auto ein bisschen zu schnell war, seitdem sein Enkel sich mit dem Laptop reingesetzt hat. Ich selbst habe das Ganze. Max? Ich glaube, mein Spiel schmiert ab. Oh nein! Ich selbst habe das Ganze noch mit ein bisschen Hardware-Upgrades wie größeren Turboladern, Ladeluftkühler und Nockenwellen und so vollendet und habe dann eben jetzt auch knapp die 595 kW voll ausgenutzt, die wir heute zur Verfügung hatten. Machen wir weiter oder starten wir neu? Ja, wir machen weiter. Ja, macht weiter, ich bin gleich wieder. Und dann, wer kommt danach? Oder das wäre ganz lieb. Justin.
Wir ja, fahren hier die ganze Zeit den einfach Rund auf 90 beschleunigen. Gut, dann mache ich auch mal. Ich habe auch mal einen Renner, einen A4 Allroad G-Tron oder so abgekauft. Keine Ahnung, ich mag Gas. Keine Ahnung, mag Gas. Understandable. War's das? Und ja, hab vielleicht keinen 4 Liter V8 mit 800 PS. Deswegen kommt der nächste. Okay, das bin dann wohl. Nee, das ist okay, ist Grepper. Das will ich also unterscheiden. Also, ich hab irgend so eine verrostete alte Fünfer auf der Straße gefunden. Haben geklaut, ist komplett verrostet, aber egal. Hat nochmal die Original. Kennzeichen aus Kalifornien drauf, also naja. Auch noch die originalen Sticker vom Erstbesitzer. Ich glaube, der hatte Autismus, bin mir aber nicht sicher. War sehr jung. Und habe dann im Grunde nur die billigsten Alu-Winterfelgen draufgepackt, die ich gefunden habe im Internet. Und aus dem Grund ist er ganz schnell. Crapper, jetzt links! Jetzt sehe ich! Oh fuck! Also, oh mein Gott! Also, da das Fahrschulkind den Ford weggeschmissen hat, musste ich jetzt mir mal schnell mein Ersatzauto holen. Ich habe mir ein GMC. Cyclone geholt. Hab ein 6,2 Liter V8er drin, Trackreifen, Allrad. Ja, also im Prinzip NASCAR-Motor mit Turboaufladung. Gut, jetzt kommt der Nächste, der hinter mich jetzt fährt. Hinter mich? Luca, Fahrer. Jetzt fahr vor, Mann! Das ist alles hier. Danke, ich höre. Ja, ich habe mal von meinem Opa das Auto ausgeliehen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, hab mir gedacht, wenn es schon einen modernen RS6 gibt, versuche ich es einigermaßen. RS4. Nee, ich wollte einen RS6-Motor drin haben. Achso. Ups. Ja. Rapper? Das sieht man auch schon nicht. V8 Single Turbo. Aber ich durfte leider keine Folie drauf machen. Hat dir dein Opa verboten? Ja. Hier die ganzen Aufhauenfälle, weil wir uns die gar nicht jucken. Gut, sind die billige jetzt Scheiße. Kommt der nächste. Weil ihr fucking langsam seid. Da, ich hab hier Nico ist langsam. Hi, jetzt, gib mal Gas hier. Ein wunderschönes Mercury Coupé. Was durch kleines Chip-Tuning seltsamerweise auf ein bisschen Leistung gekommen ist. Ist kein V8, dicker V8 drin, nein. Seltsamerweise Chip-Tuning, dass es in den, keine Ahnung, 40ern auch schon gab. Ja, klar. Und auch kein Kompressor, nee, alles Lügen, die Regierung uns hier zutischen will. Und das war eigentlich auch so das Einzige, was der hat, so Reifen. Juh. Ist auf jeden Fall sportlich. Junge. Wer ist denn da vom Stuhl gefallen? Ja, der nächste, hallo. Gönni. Hallo, ich mach so langsam, bis der nächste kommt. Nico. Ja, fahr halt vor jetzt, Mann. Wo bleibt ihr denn? Gönni. Hallo, wer kommt vor jetzt als nächstes? Ja, dankeschön. Also, ich hab mir ein Legacy aus Japan importiert, hab gedacht, ja, die 125 PS reichen mir nicht. Ich gehe mal rüber zu Porsche, ob die Motor übrig hätten. Und ja, ich habe den dann ein bisschen Turbo gegeben und dann ist das Ding urplötzlich auf 500 kW gekommen. Ich weiß nicht. Und ja, das war's. Da war der Import teurer, wie der nächste. Da steht unsere Limo. Snowy, hinter mich, nicht vor mich. Alter. Mein Controller, Junge. Junge. Ja, Meine Fresse. Fuck mal geklaut. Vom Präsidenten, weil gab nichts Besseres. Dann noch Motor geklaut, weil gab auch nichts Besseres. Die 320 PS oder was, die hat dann mit zu wenig. Jetzt ein V8 rein, ja. Das ist aber ein Racing V8, oder? War der erste V8, den es gab. Reicht nämlich ganz schön. Gut, dann nächste. Bomb Vision. Und kommt der alte Arme. Den Cash habe ich aus dem Fluss gefischt, okay? Hey. Ja, also, ne, man sieht ein Vision einfach voraus. Ein bisschen Abstand jetzt halten. Das ist nicht so schwer. Um eine Lackierung gekümmert. Ich guck einfach mal jetzt, was da drin ist. Fahrwerk ist anscheinend auch schon leicht angeschlagen, sonst wäre der nicht so tief.
Ja, ist da vorne schon ein bisschen schön was aufgekratzt worden. Mit Street Trash drauf. Ja. Nächster. Nächster. Wo bleibt der Nächste? JK, hallo. Hallo. Gas, du bist so langsam. Alter. Alter. Hey. Er fällt einfach mit Gullideckel. Wow, die Limo macht hier Kamikaze. Ja, JK, dann sag. Also ich war in Japan. Auf einer Auktion. Ui. Und da habe ich ein 1971 Nissan Skyline ersteigert für 10 Euro. Aua. Alter, wir hätten dann weggekommen. Und dann war ich noch bei Nissan und hab mir so ein RB26 mal so genommen. Geliehen. Und ja. Okay, ansonsten ja. Ist alles Serie. Also auch deine Gullideckel-Reifen. Ja, lass mal die Gullideckel in Ruhe, Alter. Gut, wer fehlt noch? Hinter. Viele. Ah, ja, Vorfahren. Alle. Nico bremst und mir rattet der Rest hinten drauf, ey. Maxi war noch nicht dran. Doch. Ich war ganz am Anfang dran. Ja, irgendjemand ja, kommt dann. Aber noch, oder? Oh. Ah ja, wenn es das schon war, dann gehen wir mal schneller jetzt zu unserem Ziel, Justin. Wo ist überhaupt unser Ziel? Ihr seht ihn gleich. Mein Diesel kann nicht so schnell. Aua. Er hat nur 1,6 Liter. Geschwanger. Weißt du, was traurig ist? Dass mein Fokus trotzdem schneller war. Trotzdem weniger Leistung hatte. Mann, das ist unfair. Hier rum. Okay. Aua! Ich fahr doch wenigstens auf der Straße. Ich hab den bayerischen Mistwagen abgeschossen. Das sieht so geil aus im Hintergrund, weil jeder abfliegt. Ich wurde abgeschossen. Ja, ich wurde auch abgeschossen. Ja. Die Karre hat nicht so gute Bremsen. Aber es ist Kampfgewicht. Hallo, ich bin neu mein Stream. Jetzt lass dich nicht auf mir sitzen. Dicker ist er. Junge, er wurde gestreamsniped. Gestreamsniped. Nein, die Vorderkante. Wir wollen denn jetzt die Hälfte verpasst. Wo macht man das? Yeah, nein, hallo Justin, wir müssen hier. Hallo, das ist zu weit. Drake's Drift, Alter. Meine Fresse. Pizza? Ich bin da. Ich bin da. Dingelingeling, dong, ping. Nico, komm her. Genau mein Gebiet hier. Ja, meins nicht. Passt mit dem Wagen überhaupt in die Dings rein? Nico, was willst du jetzt fahren? Den Fiesta oder den? Nee, ich fahr den Taycan. Den Taycan, ach so. Ich muss aber sagen, meine Winterfelgen passen sehr gut auf die Scheiße. Ja, aber ich mag dich nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe hier einen sehr starken Fahrzeug. Wenn es nichts für dein Auto ist, dann wünsche ich dir viel Spaß mit den anderen Fahrzeugen. Ich habe Schaden an. Bro. Ja, das ist. Maxi, ich mag deine Felgen. Nicht so lange im Weg. Zu Unmacht zu mir. Einige fahren so mit dem Auto. Ja, alle so, der. Einmal hoch drin die Müll. Ja. Was? Wo ist Yoshi? Waren wir, dass das echt in der Freifahrt? Nein. Geil. Nico, mein kleiner armer Doppelrohr-Auspuff. Ja, komm. Jetzt ist alles viel grün und da gehen die roten Lichter gleich an. Komm, ja. Oh, hui. Ja, wir müssen annehmen. Justin hat's auf einem Winter gestartet. Oh Gott, der verrostete fucking Fünfer. Hallo. Ich kann nicht. Nico, was hast du nur da für moderne Felgen drauf? Das sind Serienfelgen. Ich kann nicht auch. Das ist noch viel zu modern, Alter. Meine Felgen sind modern, Maxi, ja. Das hab ich gesehen. Na gut, von der A-Klasse. Hallo. Mit AMG-Paket, Alter. Leasing. Genau, so einen alten Fünfer-Leasing. Nein, die A-Klasse. A120 wahrscheinlich. Genau, die AMG-Paket. Drive die A-Klasse. Mach Mut! Was Gott, hängt denn da Alter. Unter meinem Auto? Ist denn tot? Nico, ist dir aufgefallen, Mensch. Dass meine Felgen verrostet sind? Ist euch aufgefallen, dass meine... Ja, hab ich von einem Opel Corsa, Digga. Junge. Einfach so 5-400 und schlafen, Alter. Ja, genau. Ach so, bei Schnee. Oh, okay. Ich hab Heckantrieb. Ich hab Quickreifen. Ich hab Heckantrieb und Winterreifen. Ich hab Händler. Was macht der Insignia da hinten? Warum hat der den What the fuck, den Mercedes? Das war los, mir unfassbar leid, Alter. Das wird lustig. Den sieht ja einfach, what the hell. Ich hab Angst, dass mich der Mercury abzieht. Mercury, hast du wirklich so viel Leistung? Ich hab nicht aber sowas so von, große Hoffnung.
Achso. Stil. Ja, ansonsten. Und der Mercury bleibt stehen. Nico, ja! Alter, was geht denn da drüben so ab? Ja! Come on! Warte mal, wer ist denn da vorne weggefahren? Viel zu lange ist getrieben. Ja, klasse. 400 brauche ich, glaube ich. Ja. Yoshi, du wichst euch wieder Xbox. Das lässt du nicht auf dir sitzen. Ja, Yoshi tut wieder Xbox fahren. Ganz ehrlich. Yoshi, ich schwöre mal. Unverdient. Also ganz ehrlich, Yoshi. Hätte ich hier ARD drin, Digga, wäre das übelste 10-Sekunden-Auto. Ja, ich habe 6 Sekunden gebraucht. Toll, ne? Fuck you, du hast Allrad. Ja, ich weiß. Und ich hab sogar Dreckreifen. Ich hab Frontantrieb. Dreck, ja, Mann. Aber wird lustig, wenn wir jetzt in der Kolonne sind, geht's gleich zum nächsten Rennen. Also da fahren wir auch wieder hin. Ich bin als Erster. So, da sind wir jetzt doch nicht mit hinfahren zum Rennen nach dem Track Race. Weil wir uns gedacht haben, das ist doch ein bisschen weit bis in die Stadt. Und mal gespannt, wer jetzt hier gewinnt. Eben, der Track Race hat wer gewonnen gehabt? Der A-Klasse. Jo, nein, untersteuern! Yoshi mit einem Fischauto, komm zurück! Der V8 rasiert! Alter, wie leckt denn die Scheiße? Nein! Wie hab ich den denn jetzt verpasst? Justin hat mich am Jackpot vorbeigedrückt. Da kam die Hälfte gerne. Nie im Leben hab ich den verpasst. Oh fucking hell. Was tut so? Boah, jetzt hat den Audi feuert aber gerade komplett weg. Alter! Ich dachte, wir fahren mir gerade aus. Schon Turbo, komm, kick ich glaube, ich habe ein paar Mülltonnen hingelegt. Was ist denn das Hexenleicht auf einmal? Ich bin im Boden! Ah. Alter! Well, fuck! Boah. Alter, was war denn das gerade für ein Lag? Jo, wen hat's denn da weggefeuert? RS4, glaube ich. Max, ich hab mehr Hubraum. Nein! Ach, das ist doch lächerlich. Dann darfst du nicht zu weit innen fahren, ne? Ja, da haut er die Power raus. Wow! Kriegt halt aber keine Kurven, ne? Oh shit. Sorry. Guck mal, Maxi, man macht das jetzt so hier. Ja. Aber meiner kommt halt leider nicht so wirklich quer. Ich muss richtig die Handbremse ziehen, damit er auch quer kommt. Da war Nico im Weg. Komm, bitte vor Maxi. Ich will nicht vor der DL dahin sein. Hinter der DL. Der will wieder wegfahren. Sonst sind die wieder mein Paket mit. Geh weg! Du musst jetzt einfach vor mir hinkommen, ansonsten klingel ich nur und fahr gleich wieder weg. Ja, ist mir schon klar. Alter, das ist echt schlecht, ey. Geh weg! Ich bin vor dir daheim. Hubraum! Oha, Alter, voll krass, Alter. War voll schnell. Tonight. Ich muss gerade, Entschuldigung, dass ich singen muss, aber sonst geh mal rein. Ich habe vergessen, Streamer-Modus anzumachen. Was? Der RS4 hat mich geXboxt. Ja, der RS4 ist halt einfach schneller als du, Grippe. Der Infinity eigentlich Allrad oder Heck? Der Infinity, Allrad. Der hat Allrad. Oh, okay. Weil sonst wäre das auch fuck, ey, ganz ehrlich. Forza, kannst du mich bitte mal einfach in den Streamer-Modus drin lassen? Sonst müsste ich nicht jede Folge singen. Nein, ja, jetzt müssen wir die ganze Zeit reinreden, ne? Dankeschön. Habt ihr sehr schön gemacht. Naja, würde ich dann sagen, sind wir so im kurzen Cut im vollesten Rennen wieder. Bis gleich. So, da geht's in die nächste Runde. Ich hole meinen Postboten ein. Ha, ich bin wieder vor ihm. Wir sollen Autos mit 800 PS nehmen. Das kommt fest für uns, Check. GG. Ja, und vor allem. Weißt du, dann vorher noch rumgeheult, Jens, darf kein AWD einbauen, Junge. AWD hätte dir so hier geholfen. Ey. Ja, das ist das Lustige daran. Mann, also 800 PS Autos müssen auch ein bisschen um Kurven gehen. Ich merke selber, ich habe es nämlich nicht getan. Junge, 800 PS und 800 Newtonmeter, herzlichen Glückwunsch. Ich hab 1000 Newtonmeter. Warum regnet es eigentlich immer? Okay. Barren Road. Warum regnet es eigentlich immer? Wer liegt denn da? Ich hab eine Barrel Roll. Oh ne, jetzt hab ich dir zugeguckt. Fazit aus dieser Folge. Die eignen sich nur für Straightline-Performance, Mann. Ja, oder nicht im Regen, weil es regnet. Also ja, ich verstehe nicht, warum wir bei Regen fahren müssen, Mann. Weil sonst mein Auto rutscht. Na, hä? Das tut so oder so. Das macht jetzt keinen Unterschied.
lag jetzt eine halbe Minute auf der Seite. Ich habe tatsächlich Dings ausgewählt. Aktuelles Wetter. Ja, im Winter. Mach doch nicht zu. Ja, da haben wir, ich mach zu. Klapp mal die Hack. Es ist Racing. Es ist Racing? Das hast du nicht gesagt. Alter. Hey. Yoshi, ich wollte dich kannst du meinem Sleeper anmerken, umso höher die Drehzahl, umso weniger Lenkwinkel. Lol, wir überrunden gleich die Leute. Die ich sag's euch, ihr schafft es zweimal, mich zu überrunden. Nee. Nicht? Doch. Es sind vier Runden. Nein. Ja, es sind vier Runden. Wir sind gleich in der vier. Das gibt es nicht. Forza, fick dich. Ey! Ihr seid gleich in der vierten? Ja, wir sind jetzt in der dritten. Transit darf nicht vorne sein. Maxi, bleib auf dem Spiel. Nur 24 Stunden Race hat mich am Checkpoint vorbeigezogen. Was? Sorry. Kaum Kontakt bei mir. Ja, wir hatten nur Minimalkontakt, aber ich wollte nicht. Das hat gereicht. Okay. Ey! Oh ne, es war der Rückwärtsgang. Okay. Ich glaube, ich muss Audis öfter aufbauen. Justin? Ich bin fahren. Justin? Hallo? Oh. Ah, genau. Ah, ich bin komplett weg. Alter! DK kriegt mich nicht mehr, dafür sorge ich. Alter, Maxi! Oh mein Gott, ich bin Vierter! Ja, was soll ich machen, wenn eine Limo hinten drauf knallt? Ich hab den Insignia schon von 2 auf 1,3 Tonnen gekriegt. Noch weniger geht nicht. Also momentan, also jetzt lässt sich der Dings GMC echt scheiße fahren. Ja. Dafür, dass ich einen Checkpoint verpasst habe und davor auf den zweiten Platz gefahren bin, gehen Props raus auf den anderen. Dafür, dass ich eine halbe Minute auf der Seite war, bin ich auch abgesprengt und konnte den Checkpoint nicht mehr mitnehmen. Holy shit, Schöni, es tut mir so leid, es war keine Absicht, dass ich dich gedreht habe. Der einzige, nicht nochmal vor Dinge. Ich bin jetzt 3 Runden lang an derselben Stelle hängen geblieben. Komm bitte noch ins Ziel, bitte noch ins Ziel. Oh, fucking hell, war das knapp. Deswegen muss ich jetzt nicht mehr so lange singen, weil ich habe tatsächlich fast verloren. Das ist sehr, 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 sehr traurig. Sehr. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Rennen. Genau, bis gleich. Oh, nee. Von ganz hinten. Aber vernünftiges Wetter, danke. Ja. Kein Ding. Ich hasse dieses Auto, Mann. Es ist erstaunlich, dass der Transit besser kommt wie durch die Kurven kommt wie der RS4. Ja. Übrigens, ein Zuschauer, wir sind jetzt im letzten Rennen für heute. Ja, weil dass der JK extra lang gemacht hat, weil. Ja, natürlich, Junge. Ich muss ja dein Ding. Weil er uns so doll mag. Weil ich euch alle ganz so lieb hab, in meine kleinen. Die sagen alle extra so: Ja, das letzte Rennen haben wir nochmal so gut knackiges zum Ende. Was macht er, Kolosso? Ja, Kolossus, ich hätte auch Goliath nehmen können. Goliath 3 Runden. Yoshi hat Titan vorgeschlagen, dem habe ich auch in die Schnauze. Alter, Justin. Fuck, es hat gelitten. Weißt du, da hast du schon die Reifen gerade mal einen Ticken breiter gemacht noch. Das geht doch gar nicht, Alter, das Ding hat trotzdem Wheels-Finesse. Ja, aber das hast du so verdient. Hey, warum ist das, den Audi das, anschieben. Das war schnelles Breaken. Morgen wieder Crapper abschießen. Alter! Es gibt Leute, das wäre vor Vorteil, wenn man bremsen würde in der Kurve. Nö. Muss man Pakete einholen. Wallriding be like. Nee, Paket ist schon weg. Sorry. Paket nee, schon zu, ich noch. Ich bring schon zur nächsten DHL-Filiale. Bitte holen Sie es da ab. Ich hab Ihr Paket nicht. Maxi, hast du Paket von dir? Aber ich wehre mich. Tut mir leid, Maxi hat ein Paket leider nicht. Der hat Paketverlust. Oh, nee. Ey. Der war ganz mies. Danke, Yoshi, Junge, der war schon auf deinem Niveau so. Ja, der ist nah an meinem Niveau. Wer ist denn da weggeflogen? Oh, Audi, der sich nicht. Hinter mir sind Schnowü und Anni. Vorsicht, Hartebremse. Wenn mein Paket haben. Der auf dem 12. ist, den mag ich nicht. Oh, fuck. Ich sag noch Vorsicht, Hartebremse. Oh mein Gott. Vorsicht, Slack bei mir. Das war ein. Das war eine Vorsichtskante. Wir haben ein Paket wieder. Come on. Wieder die scheiß A-Klasse, Alter, die ist echt OP. Pack! Solange bis sie auf der Seite liegt, Alter. Klasse! Wie hast du denn das überhaupt gemacht, nur 24 Stunden gewesen? Alter, Originalmotor. Wie ich am Anfang erwähnt habe. Laptop und ein bisschen Turbo, ein bisschen Nocken. Nee. Bisschen Auspuff. Ja, ich meine, die auf die Seite zu legen. Oh, yeah. Da wollen kleine Huckel und. Nico, wir müssen warten. Kleines Auto. Oh nein, Auto. Das geht ja davor. Gar nichts mehr. Hallo, ich glitch im Boden. Hier kommt keiner vorbei. Du kommst hin.
Ja, die A-Klasse ist einfach weg. Wie viel Drehmoment hast du da drin? Ja, 800 Newtonmeter haben andere mehr. Ja, ich hab 1000. Ja, ich hab viel mehr mit einem V8. Es ist halt ein AMG-Motor, der fährt fast 400. Gib mir Paket wieder! Das ist für eine scheiß Strecke. Ja, ich hab auch fast 400, aber... Yoshi! Nein! Ich hab 250 Mark. Ich hab das so verdient! Nein! Ich bin vor dir! Ich bin schon nicht bei dir, ey! S nur 250. Warum guck ich auf seine Linie eigentlich? Nein, nicht S-Nutzer, S-S-I-O, Alter. Nicht hier, nicht jetzt. Oh, Maxi, ich beschwere mich einfach bei der DHL-Filiale, dass du mein Paket nicht gebracht hast, nämlich so gekündigt. Nee. Muss das Getriebe begrenzen, sonst wäre ich bei 400 rausgekommen. Yoshi, jetzt begib dich nicht auf mein Niveau. Was reden die über 400? Ich bin bei 280. Währenddessen ich bei 250 mit Wheels bin im 6. Also ich glaube, die 1,8 Tonnen Gewicht bei mir haben es nicht wirklich besser gemacht. Weil bei mir ist bei 300 Schluss. So 860 Newtonmeter habe ich. Aber ich muss tatsächlich sagen, wie kann es sein, dass Yoshi auf P2 ist, Junge? Der hat das Ding aus dem Wasser gezogen, Alter. Der hat die Kirsche aus dem Wasser geschleppt. Der hat halt was sehr Schnelles aus dem Wasser gezogen. Ist so, wenn die Hälfte weggerostet ist. Genau, Gewichtsreduktion. Kaputtes Fahrwerk scheint an. Oh nee! Scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Sollte ich auch mal probieren. Einfach demnächst gar kein Fahrwerk einbauen. Genau, Nico. Die neue Meter. Junge, was für ein Meter, Alter, wenn du gar kein Fahrwerk haben kannst. Ich hab Alter, Justin! Nico, was ist denn mit deinem Auto los? Ach, Nico, hast du wenigstens jetzt den Streamer-Modus? Verdammt! Enttäuschung. Alles halt Ding einfach die Abmod. Cool. Genau, Nico, mach die Abmod noch im Rennen, Alter. Und da die A-Klasse I wieder gewinnt, schalten wir jetzt aus. Tschüss. Genau. Und da wir alle scheiße Fahrer sind mit den übelsten Rotzkisten, wünsche ich euch noch ein gutes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche bei noch einem Beschissen. Ich muss vor meinem Paket ankommen. Genau, damit ich es noch zu Hause annehmen kann. Wenn du keinen Bock hast, für ein Taxi zu bezahlen, bestell dir noch eine Pizza nach Hause und fahr mit. Smart, Alter, Yoshi ist smart. Meine Fresse. Nee, da ist eine Wand, da ist eine Wand. Das ist jetzt nicht ernsthaft das dritte Mal, dass ich mich in der Kurve rausgedreht habe. I guess. Doch ist es. Ja, der scheiß Controller. Danke, Börse, so verdient. Scheiße, da war ein Baum. Mann, ich hab nur 18 Punkte. Nein, das Paket. Nico, ich bin halt bei keinem Rennen ins Ziel gekommen. Bin ich gut. Komm auch nicht ins Ziel. Danke, Sitzel! Ja, Sitzel! Das ist interessant. Sehr enttäuschend. Und mit dieser herben Enttäuschung beenden wir die Folge für heute und kriege ich noch einen riesen Kollaps. Mann! Genau so, JK. Auf jeden Fall ist nicht ganz so lang die Folge, glaube ich. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. In der Videobeschreibung sollte die Sicht von Luca und Maxi verlinkt sein. Geht auf unser Discord, joint den Discord, liebe Freunde. Genau, auf JKs eingerichtet, also unserem JK eingerichteten Discord. JK hat sich keine Mühe gegeben, deswegen hoffe ich, dass wir uns da sehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag oder ansonsten irgendwas. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.